Großer Raum, aber keiner versteht, was andere sagen. In dem Fall könnte so ein Wurfmikrofon die Lösung sein. Ich habe das Ganze von dem Rechenzentrum der Uni Würzburg ausgeliehen, kann man auch als Catchbox bezeichnen, und so einen großen Koffer bekommen, in dem alles drin ist, was ich dafür brauche, und es ist wirklich einfach zu bedienen. In dem Video schauen wir uns einfach mal an, was so drin enthalten ist, wie man das Ganze einrichtet und wie die Catchbox funktioniert. Los geht's! Als erstes schauen wir uns mal die Box an. Das Ganze ist nicht mehr und nicht weniger als ein riesiger Schaumstoffklotz, in dem man Mikrofon rein platzieren kann. Das Mikrofon ist hier in so einer Ladevorrichtung drin, Sennheiser Mikrofon, und wir schalten das einfach mal ein und schalten auch noch den Empfänger an, ebenfalls von Sennheiser, und die beiden verbinden sich automatisch, also super einfach einzurichten. Und dann platziere ich das Mikrofon hier in der Box drin, leuchtet jetzt auch grün, signalisiert, dass es verbunden ist, macht das Ganze zu, bin ein bisschen nervös, und so, fertig ist das Ganze. Dann haben wir verschiedene Anschlüsse, einmal ein XLR-Kabel und einmal einen ganz normalen Klinkenanschluss mit Adapter für einen roten und einen weißen Klinkenanschluss. Und ich schalte jetzt einfach mal die Box ein. Pass auf, dass es keine Rückkopplung gibt in dem Fall. Und man hört schon, ich kann hier durch dieses Mikrofon sprechen. Und ja, das ist auch schon die ganze Magie dahinter. Das heißt, man kann jetzt die Box einfach irgendwann zuwerfen. Störgeräusche sind recht minimal. Und die können den Würfel in die Hand nehmen und damit kommunizieren. Das ist ziemlich cool für ganz große Räume oder Hörsäle. Allerdings kann man das auch an den PC anschließen und dann als Mikrofoneingang wählen, um zum Beispiel, wenn man ein Zoom-Meeting hat, mit vielen Personen in einem Raum, den Würfel dann einfach zuwerfen, damit die Leute dann reinsprechen können. Klar kann man auch ein normales Mikrofon nehmen, aber das Ganze ist einfach viel, viel spaßiger und ja, funktioniert gut. Wir schauen uns das Ganze jetzt auch nochmal in einer anderen Umgebung an. Bevor es gleich in den Hörsaal geht, bin ich noch kurz in den Seminarraum gegangen, um zu schauen, wie es hier funktioniert. Und ich muss sagen, die Einrichtung ist wirklich einfach. Innerhalb von ungefähr einer Minute konnte ich das Ganze hier anschließen und die Tonqualität ist richtig cool. Klar kann man sich jetzt fragen, in einem Seminarraum braucht man sowas, aber wenn man sich überlegt, dass hier jemand per Videokonferenz zugeschaltet sein könnte, kann man einfach den Würfel nehmen, den Personen dann zurollen und sie können von ihrem Platz aus direkt mit der zugeschalteten Person sprechen. Je nachdem, welche Anschlüsse der Computer hat, braucht man eventuell noch einen Adapter, aber die Möglichkeit ist da, ich finde es richtig cool und jetzt geht's weiter in den Hörsaal. So, ich befinde mich jetzt im größten Hörsaal, den ich finden konnte. Die Einrichtung hat ungefähr 2 Minuten gedauert und es ist einfach richtig cool, jetzt die Möglichkeit zu haben, den Würfel zu nehmen, in die Menge zu werfen, dass die Menschen, die hier drin sitzen, auch miteinander kommunizieren können. Und so sieht dann ein Wurf aus. Keine Sorge, es ist nicht kaputt gegangen, alles funktioniert noch. Und im schlimmsten Fall muss man das Mikrofon einfach wieder reindrücken, dann kann man einfach ganz normal weitermachen. Ich finde es eine richtig coole Sache, ich habe richtig viel Spaß damit gehabt und dementsprechend ist meine Empfehlung, einfach mal ausprobieren, in Vorlesungen, Veranstaltungen, wo auch immer, Erfahrungen sammeln, gerne mit mir teilen und ansonsten vielen Dank für eure Arbeit, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao auf der Bildungsboot.